Hallo zusammen, hier ist euer Jörg, euer Taschenfreak und seine Fahrerin. Leute, ich bin sowas von aufgeregt. Nicht, weil ich eine neue Tasche habe, die ich euch zeigen will, sondern weil ich das erste Mal nicht in meinem Homeoffice, in meinem Büro mit schalldicht isolierter Tür meine Videos aufnehme und 47 Millionen Versuche starten kann, ohne mich zu blamieren, weil es sieht ja keiner. Nee, heute habe ich auch noch einen Fahrer, beziehungsweise Beifahrer. Wer fährt? Sie fährt, ich Beifahrer. Die jetzt jedes Wort von mir hört, ich mir jedes R verkneifen muss, weil wir haben noch 200 Kilometer vor uns. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was wir für Gespräche haben werden, wenn ich mich jetzt blöd anstelle. Bevor Fragen in den Kommentaren kommen zu meiner Mütze, es ist logischerweise nur der Grund, dass es arschkalt ist. Es hat nichts mit meiner Corona-Frisur zu tun, die nicht videotauglich ist. Es liegt nur an der Temperatur. Dafür das hübsche Mützchen. Ihr Lieben, es geht heute während der Fahrt, Zeiten müssen genutzt werden, um eine neue Tasche von Oberwert. Und zwar um die SL Medium. Das hübsche schwarze Ding, was ich jetzt euch hier in die Kameras halte. An Taschen habe ich ja schon sehr, sehr viel gesehen und habe schon sehr oft auch in den Videos behauptet, das ist die ultimative Tasche. Cooler Lichteffekt mit der Sonne gerade. Das ist die Tasche schlechthin, die ist super praktisch und so weiter. Haken gibt es an allen Taschen, auch an der. Aber sie kommt der perfekten Fototasche, das ist mein Eindruck jetzt nach etwa einer Woche, schon sehr, sehr, sehr nahe. Vom Leder her ist sie, und da habe ich das kleine Baby hier mal mit dabei, wie die Q-Bag. Q2 Bag heißt sie, glaube ich. Aus diesem ganz speziellen Leder, das wirkt so ein bisschen matt, ist sehr knautschig. Die habe ich jetzt seit, wann hatten wir die in Hamburg mit dabei? Oktober 2019, glaube ich, war die das erste Mal ausgeführt. So lange ist sie schon in meinem Besitz. Ist momentan so nicht für eine Leica Q, wofür sie eigentlich gebaut ist, sondern so meine Gimbal, GoPro, Zubehörtasche. Sehr, sehr edles Stück vom Leder her und die hat mich sehr, sehr angemacht. Jetzt gibt es seit einiger Zeit die SL Large, liebe Oberwert, seid mir nicht böse, dass ich den Produktnamen jetzt nicht drauf habe, die auch aus diesem Leder ist, aber sehr groß und sehr wuchtig, die ich in der Form so selbst nicht brauche. Auch bisher nur im Leica Store mal in der Hand hatte. Schicke Tasche und jetzt ist vor ganz, ganz kurzem die SL Medium rausgekommen. Und die, das ist diese Tasche, die ich euch jetzt ein bisschen näher zeigen möchte. Ihr Lieben, das ist aus demselben Material wie die Q-Bag. Ich schreibe in die Kommentare oder hier unten in die Bauchbinde nochmal rein, wie das Ding genau heißt, dieses Leder. Das ist eine ganz spezielle Art an Leder. Sieht, wenn man sie anfasst, erstmal oder fühlt sich so an, als ob sie sehr empfindlich ist. Ist so ein bisschen Wildleder-Look. Man sieht es, glaube ich, auch jetzt hier beim Schimmern. Das war das Erste, was mein Schatz gestern gemacht hat, ist alles hier wieder fein in Struktur bringen, dass man bloß keine Gebrauchsspuren im Video sieht. Aber das Schöne ist, das Ding ist super robust. Ihr könnt da mit Fingernägeln Material dran gehen, einmal drüber wischen und es ist wieder so schick. Sie sieht jetzt hier im Licht so ein bisschen speckig aus, das ist sie nicht. Sie ist wirklich sehr, sehr matt. Fasst sich sehr geil an, anders als alle anderen Ledertaschen, die ich sonst so von Oberwert, Compagnon, wie sie alle heißen, in der Hand hatte. Sehr, sehr cool. Ansonsten ist sie Oberwert-Style von der Verarbeitung her. Sie hat Metallfüße, sie hat diese Loks-Verschlüsse, die quasi lautlos hier zu öffnen und zu bedienen sind. Sie ist innen drinne nicht wie jetzt die München oder Porto, wie sie alle heißen, oder William, mit einem Insert ausgestattet, sondern sie ist von Haus aus innen drinne mit Stoff verkleidet. Das heißt, wir haben kein herausnehmbares Insert, sondern wir arbeiten wie bei anderen Fototaschen auch mit normalen Kletteinteilern. Den roten Lappen hier nehmen wir mal weg, dass man mehr sieht. Und dadurch haben wir mehr Platz. Und dadurch ist sie für Kameras wie die, das Modell heißt ja SL, also speziell für die Leica SL-User, für größere, dickere Systemkameras tauglich. In meinem Fall jetzt keine Leica, sondern die Nikon hier mit dem 24-200. Stelle ich mal hier mitten ins Bild. Und oh, das war die GoPro. An alle Seekranken, tut mir leid. Du bist übrigens mit dem Bild, die sehen alle, dass du schmunzelst und mich auslässt. Der ist schön. Ihr Lieben, Videos sollte man viel öfter zu zweit machen. Ich bin zwar super aufgeregt, aber es macht viel mehr Spaß. Nebendran, das zweite Fach hier ist jetzt die Fuji X100 mit drin im Auto. Das ist super. Warum habe ich hier keinen Tisch dabei? Filtermäppchen. Wir müssen das gleich anhalten, dass wir das alles wieder einladen kann. Was haben wir hier noch drin? Ah, ein schönes Weitwinkel, das 20er 2018 für die Nikon, für die Weitwinkelaufnahmen. Und damit seht ihr auch mal so das Innenleben dieser Tasche. Die Klettverschlüsse haben hier oben diese Ohren, die man umknicken kann. Das heißt, wenn ein Objektiv drin ist, was futterst du eigentlich die ganze Zeit? Nein, das stecke ich mir jetzt nicht in den Mund beim Video. Sag mal, ja, wir zeigen das den Zuschauern mal. Oh, das sind, ich glaube, aus dem Osten.
Pfefferminze. Wer es mag. Ja, auf jeden Fall waren wir hier bei den Stofftaschen. Diese Kletteinteiler, die haben nach rechts und links Klett. Das heißt, die sitzen wie die Seuche. Wenn die einmal sitzen, ist auch sehr spannend, die zu montieren. Hat den Vorteil, sie verrutschen nicht, weil sie eben nicht nur auf eine Seite kletten, sondern auf beide Seiten kletten und dadurch Bombe halten. Durch die Ohren sind wir hier sehr flexibel, was die Inneneinteilung betrifft, und können das entweder stehend nutzen oder eben liegen nutzen. An der Seite haben wir hier ein festgenähtes kleines SD-Kartenfach, beziehungsweise zwei, wo man SD-Karten oder eben seinen Mittelfinger reinstecken kann, die ihr hier gerade seht. An der anderen Seite ist nur ein mit Leder eingenähtes Oberwert-Logo, hat keine Funktion. Ihr Lieben, ihr habt mir oft vorgeworfen, ich würde die Taschen gerade von den Partnern wie Oberwert Compagnon, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, immer nur loben und nichts Negatives sagen. Ich muss auch was meckern. Hier ist jetzt in der SL Medium das iPad 12 Zoll drin. Wie ihr seht, ohne Hülle. Was daran liegt? Hier fehlen 3 mm, dass das Smart Cover hier mit reingehen würde. Es geht hier gut rein und raus, aber eben ohne Hülle. Ich nutze es jetzt, weil es okay ist, zum reinen Fototermin ist das... Oh, das spiegelt sich schön, ist cool. Zum reinen Fototermin ist das tauglich. Ohne Hülle, da brauche ich sie nicht dringend, zumal es ja hier sehr, sehr gut geschützt ist. Aber spätestens, wenn man es draußen liegen hat auf dem Tisch, ihr kennt das alle, die Dinger sind nicht billig, wäre schon schön, wenn die Hülle drum wäre. Liebe Oberwärts, ich weiß, es gibt die Tasche auch nochmal in Größe, aber da es hier nur um so viel geht, 2 oder 3 mm, macht die Tasche im Release 2, 3, 4, macht sie ein bisschen größer. Ansonsten gibt es hier nichts zu meckern. Die Prinz Charles Ohren, die glaube ich offiziell einen anderen Namen haben, verhindern, dass neben dem Deckel hier Wasser reinläuft. Und auch dieses Leder, obwohl es sich so anfasst, als ob es super empfindlich ist, hat überhaupt keinen Schmerz mit Regentropfen. Es sieht anschließend ganz genauso aus. Zwischen dem Schultergurt und der Außenwand finden wir hier kleine Metallösen. Hier kann man einen optional, gehört nicht zum Lieferumfang, könnt ihr aber dazu bestellen, einen Handgriff. Den habe ich natürlich nicht mit dazu bestellt oder nicht mit dazu geordert. An der Stelle der Hinweis, diese Tasche ist mir zur Verfügung gestellt worden, um sie euch vorzustellen. Und ich habe sie Oberwert ein bisschen aus dem Rücken geleiert. Diese wird zum Jahresende verlost. Da sie so schick und so geil ist, werde ich sie ordentlich benutzen. Das heißt, ihr werdet ein Unikat bekommen, wo ihr dann in einem Jahr zu Weihnachten richtig beurteilen könnt, wie eine Tasche nach einem Jahr benutzen aussieht. Denn ich werde sie bis dahin benutzen. Ich, Idiot, hätte mir irgendeine andere Tasche holen können zum Verschenken an euch. Nein, die Tasche, die wirklich auf meine Alltagsbedürfnisse zugeschnitten ist und passt, die verlose ich dann an euch. Aber ich werde es tun, an Weihnachten, taschenfreak.de gucken, Link hier unten, könnt ihr gucken, könnt ihr gewinnen. Bis dahin werde ich sie nutzen. Was ich noch nicht erwähnt habe, sind die zwei Vortaschen. Da muss ich aufpassen, dass hier nicht alles rausfällt. Ihr seht mich jetzt nicht mehr, aber das ist eigentlich bestimmt okay. Hier ist jede Menge Kleinkram drin für das digitale Nomadenleben. Akku, Kamera 1, Akkus, Kamera 2, XQD, SD-Kartenleser mit USB-C fürs Notebook oder in dem Fall fürs iPad. Was haben wir denn noch so drin? Gurt, weil Frau nie Kamera ohne Gurt, deswegen hier Kameragurt mit drin. Mini-Stativ, damit man die GoPro oder das Handy eben auch aufs Armaturenbrett stellen kann oder tatsächlich die Kamera damit man nutzen kann. Und meine Ladekabel für die Apple Watch, die ja ständig leer ist. Und das Dreier-Ladekabel, ja, wo alle möglichen Standardanschlüsse für USB sind, die wiederum mit der Powerbank gespeist wird. Und damit habe ich alles ausgeräumt, euch alles gezeigt. Auf der Rückseite, das muss ich auch noch zeigen, findet ihr ein Reißverschlussfach, wo ihr heute marktübliche FFP2-Masken beispielsweise reinstecken könnt oder marktübliche 5-Euro-Scheine. Und Kopfschmerztabletten, Portemonnaie, Handy, was auch immer. So, das Geld geht auch wieder rein. Ganz wichtig an der Stelle ist, und das meckere ich ja oft in anderen Videos, in anderen Reviews an, das Trolleyband. Wer es auf dem Reisekoffer oder dem Trolley die Tasche unterbringen will, findet an dieser Tasche ein breites Trolleyband. Passt auch über die klassischen Rimowa-Trolleys drüber, die so ein bisschen einen breiteren Griff haben. Und es klettet sich fest, dass es nicht rumschlappert, wenn man es nicht benutzt und damit quasi nicht stört, wenn ihr die Tasche so seht. Das Trolleyband fügt sich hier in das Design der Tasche gut ein. An der Seite seht ihr jetzt auch gerade mit meinem dicken Daumen drin einen Handgriff, mit dem ihr die Tasche an beiden Seiten übrigens gut irgendwo hinstellen könnt. Zum Beispiel auch ein Setup-Display im Flieger, im ICE oder in den Kofferraum. Man hat hier einen schönen Griff.
Wünschenswert wäre ein Griff hier oben, der das Design der Tasche gänzlich zerstören würde, wenn er irgendwie hier an den Deckel dran gepappt wäre. So wie beispielsweise an der München. Sieht einfach nicht so schön aus. Aber deswegen gibt es ihn ja hier zum Einhängen und zum Abnehmen und zum Runterfallen lassen. Wo wir bei den Mankos waren, ein Manko, das wird aber ganz sicher in den nächsten Tagen nachlassen. Der Schultergurt an der SL Medium ist aus relativ hartem Leder. Ich denke, den muss man in der einen oder anderen Homeoffice-Telco-Session ein bisschen weich knutschen, weich knuddeln, bis der anschmiegsamer wird. Das ist an der kleinen Q-Bag schöner gelöst mit dem Stoffband, denn das ist sehr, sehr weich und damit an der Schulter sehr anschmiegsam. Gefällt mir besser, ob es bei dem Gewicht der großen SL Medium, wenn sie bepackt ist, reden wir schon über 5, 6 Kilo, 7 Kilo, ob das dann noch bequem wäre mit so einem Stoffband, das sich ja dann auch so rollt auf der Schulter, weiß ich nicht. Mit dem harten Leder hier deutlich besser. Oberwert SL Medium. Vorteile, Verarbeitung, made in Germany, Leder, sehr praktisch, sehr schick, Metallfüße, Trolleyband, optionaler Handgriff, sieht geil aus. Nachteile, das war schon wieder die GoPro, filmen jetzt mal Knie mit der B-Kamera. Nachteile an der Tasche sind der Preis, ohne Wenn und Aber, nicht für jedermanns Sache geeignet, auch wenn das Innenleben in der Tasche sehr wertvoll ist, ist trotzdem nicht jedermanns Sache, eine Tasche für deutlich über 500 Euro. Nachteil 2 hatte ich erwähnt, mein persönlicher Nachteil, iPad-Fach 2 mm zu klein, um es mit dem Smart Keyboard reinzukriegen. Ansonsten ist die Tasche, wenn man die perfekte Fototasche sucht, sehr, sehr nah dran. Und wir wissen alle, es gibt diese perfekte Fototasche nicht. Sie kommt aber dem Ganzen schon sehr, sehr nah. Schaut sie euch im Netz nochmal an. Vielleicht findet ihr auch Video-Reviews, wo die GoPro nicht ständig runterfällt oder die Frau nicht ständig Pfefferminzbonbons flutscht. Die vielleicht ein bisschen authentischer, noch deeply Reviewer sind als diese hier. Auf jeden Fall war das mal so richtig live jetzt aus dem Auto und wir werden sie benutzen und werden auch in das Video oder in den Abspann, in die Outtakes sozusagen noch ein paar Fotos von der Tasche mit einfügen. Hier war euer Jörg und seine Fahrerin und ich wünsche euch einen tollen Tag. Jetzt nochmal, komm, ich mach mal so. Also mit der Hauptkamera. Hallo! Ja, die gibt's wirklich. Ihr Lieben, habt Spaß. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Die sagen die im Fernsehen immer, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Like da und ein Abo, freue ich mich sehr. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.